Zuvor bei Tira Ray. Komm, edles Ross, führ mich durch die Schlacht. So, wenn das nicht der beste Mustache ist, den ich je gemacht habe, dann weiß ich auch nicht. Alright, Leute, es ist wieder soweit. Wir spielen weiter Tira Ray auf der PS Vita. Ich bin in der Scheune drin, wo ich jetzt richtig tief reingehen soll. Tiefer als hier in Stand vorher drin war und irgendwelche Papierfiguren vorher vor mir und was wer weiß. Scraps, overhorrid, so VA. Was? Du weißt? Ich verstehe es nicht. Okay. Zack, durch und nein. Oh, neue Scraps. Böse. So. Nicht angreifen. So, zack. Bams. Hier kann ich was ein. Okay. Das ist nicht unbedingt das, was ich vorhatte. Aber egal. Das Spiel ist nicht schwer. Es ist alles andere als schwer. Das Quake-Safe-System verzeiht jede Fehler. Und eigentlich kann ich hier auch gar nichts falsch machen. So, was haben wir hier? Ein bisschen Papier. Noch mehr. Und zwei Dauern. Seht ihr? Easy. Man muss nur geschicklich mit dem Finger sein. Also einen richtigen guten Fingerfähigkeit haben. Edge. Die Musik ist nicht unbedingt mein Stil. Also ist schon ziemlich kindlich, sage ich mal. So wie Banjo-Kazooie damals oder Conker's Bad Day. Wobei Conker eigentlich ein ziemlich geiles Spiel war. Und noch ein Squirrel. Frisch gefegtes Eichhörnchen. Hello, little one. Brace yourself. You're about to enter the very workings of the barn. I suspect you need a different way to travel around. Not to mention rather a lot of help from the you. From mir. Von mir. Da. Die Musik wird ruhiger. Gerade als ich mich beschwert habe. Zack, zack. Alles durchbrochen und jetzt... Was? Nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Hä? Bin ich jetzt Pinball oder was? Bin eine Kugel geworden. Bin eine Kugel und zack. They see me rolling, they haten, they see me rolling. Schnell. Fuck. So. Die Dinger sind sehr irgendwie kacke gemacht, also. Ist nicht einfach. Okay, hier muss ich wieder meinen Finger ordentlich fingern. Zack. Nice. Ja, auch nicht schlecht gemacht. Man ist jetzt irgendwie eine Kugel und man muss quasi die Welt beeinflussen. Nein. So. Na. So. Ah. Das ist heavy. Nice. So. First try. Tada. Bisschen Gewicht. Bisschen Gewicht loswerden. Das sollte reichen, oder? Immer noch nicht. Jetzt aber. Okay, was haben wir hier? How then, Lucas? Look like you had fun rolling around. You can do whatever you like. All you need to do is press and hold circle. Right now, roll through that hole in the cheese. Ach, das soll Käse sein. Zack. Ah, ich habe jetzt die Fähigkeit zu rollen. Holy shit, das ist wie bei Super Metroid. Die Ballfunktion. Okay, unser kleiner Artois kann jetzt schon viele unterschiedliche Sachen. Wir können rollen, wir können springen. Standard Jump'n'Run-Geschichten, aber die ich erst jetzt freigeschaltet habe. Oh, wir haben hier wieder einen Papercraft zum Unlocken. Mit Rollen bin ich ein bisschen flotter unterwegs, so ist das gut. Bams. Ah, sehr schön. Damit kann ich die Dinger hier kaputt hauen. Bank, kaputt. Neue Gegner, BTF. They crafted stills and they're chewing spitballs, horrible. Na super, jetzt spucken die auf uns. I saw you rolling around. Maybe you can bash into their sills and knock them down. Once they're cleared, I'll let you up in the lift. Okay. Spucken. Nope. Oh, so. Zack. Und auf dich drauf. Double kill. Scheint mir aggressiver zu sein als die anderen. Die spucken auf jeden Fall mehr. Die steigen schnell auf. You did it. Come up. Careful. There are more of them about, I'm sure. Hier ist aber auch noch was. Das ist ein Geschenk. Geschenke nehme ich gerne. Und 2 von 10. Himmel, gibt's hier viele. Wie gesagt, das ist eine echt größere Gegend jetzt im Spiel. Lass mich hoch. Danke. Da ist eine Maus. Da ist eine Maus. Was ist das für eine fucking Scheune? Die ist ja riesig.
Von außen sah die bei weitem nicht so groß aus. Das ist Bullshit. Guys, help, I'm allergic to cheese. What? Yes, really. Why is that oud? Das ist eine fucking Maus, deswegen ist das oud. Anyway, there are cheese all over my den. Look, do you think you could remove them for me? Boink. Nice. Boink. Nein. War das der letzte? Hier ist noch einer. Und das war der letzte. So, present. Most grateful, I'm sure. Have some confetti. Blauen scheinen ein bisschen mehr wert zu sein. Das sind auf jeden Fall Sidequest-Dinger. So, wo ist das immer rolling? Okay, da habe ich noch keine Ahnung, was ich machen muss. Hier kann ich durchbrechen. Hier ist schon wieder ein Geschenk. Halt auf. More Konfetti. So, was kann ich. Hier kann ich mit meinem Finger durch. Okay. Jetzt nicht unbedingt geholfen, aber naja. Gut. Okay. Dann können wir hier weiter. Schon wieder ist mein Finger gefragt. Okay, hier kann ich drüber. Jetzt habe ich es verstanden. Da muss ich kurz nachdenken, da wurde ich leise. Egal, weiter geht's. So, neuer Checkpoint. Was haben wir hier? Viel mehr Käse. Das ist alles Käse, glaube ich. Das ist alles Käse, was ich hier zocke, ne? Aha. Na. So, Scraps. Kann ich die eigentlich umnocken? Sieht so aus. Nein. Angegriffen. Nein. Nein. Nein, nicht angreifen. Weg mit dir. Oh. Mann, seid ihr viele. So. Zack, Double Kill. Das andere. Das andere ist weg. Das ist eine Maus. Eine Maus, die ein bisschen verpisst ist anscheinend. So, stationäre Geschütze. Weg. Bams. So, hab alles erledigt. Gib mir mein Käse. It's lucky those scraps can fit through the little holes we have been chewing. Das ist echt toll. If you've been noticing them, you should explore them. This might be the key to finding that pumpkin. So, wieso ist es so schwierig, so einen ollen Kürbis zu finden? Was haben wir hier? Hier ist alles dicht. Also muss ich hier durch. Na toll. Geh mal durch, das los. Zack, während drunter. Ist noch ein Loch. Oh, sehr düster. Bossfight. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Bisschen Gegner. So, waren das alle? Neuer. Respawn. Nice. Dann weg. Okay, verstehe. Das Ding hat einen Dubstep-Sound, oder? Oder höre ich nur irgendwie die Dubstep-Elemente in diesem Track? Ne? Hab alle erledigt. Thanks. Hey, take a. Taking any good photos lately? Ja, ich will schon wieder ein Foto haben. Na, das Thumbnail, so. Nice. Okay, was haben wir hier? So, oh, jetzt muss ich wieder ordentlich fingern. So. Ja. Ja. Komm, durchbrechen. Und auf der anderen Seite auch nochmal. So. Dabei muss ich die ganze Zeit aufpassen. Okay, was habe ich jetzt hier produziert? Okay. Dabei muss ich die ganze Zeit aufpassen, dass die Vita immer noch im Kamerafokus ist hier. Das ist echt anstrengend. Oh, we are rotten for two for you. That's the season model for you. Was? Wenn die sich gerade über Modestandards oder was? Das Gefühl, ne, so, das sind Karten, wo ich hier drauf bin. Hier zum Kartenhaus. So, hier sind anscheinend wieder Gegner. Die ist wieder ein bisschen angepisst, die Maus hier. Oder? Die ist auch ein bisschen angepisst. Kann ich jetzt aber nicht ändern, eigentlich. Sehe auch keine Gegner. Gegner! Gegner! Jump in! Jump it! Jump it, bitch! Nice. Ah, high speed! Fuck! Fast ins Abgrund! Nein, nein, ich hab's gesehen. Da, da ist ein Drumfeld. Nice. Phew. Phew. So, was haben wir hier? Unser Kürbis. Dieses Mini-Ding. Ah, you found me. I'm the scariest vegetable in the whole of Valley Fold.
I'm fearsome. I wish I could see the fear in your eyes, but some scraps made off with my treasure. I can't see a thing. Kriegst wunderschöne Augen. Extra für dich kaufe ich mir noch ein paar. Hier, die sehen gut aus. So. So. Und ein paar Zähne kriegst du auch noch. So. Na, ist das ein Lächeln, ja? Der sieht doch fabulous aus. There you are. You don't look as scared as I hoped. Wait till you hear my terrifying roar. Can you help record one for me? Make it ghastly. Ah ne, sag nicht, ich muss jetzt schreien. Genau. Wait till you see I do that to groans. Or show them too. Follow me if you dare. Oh Mann, jetzt hat er meine Stimme von wegen. Sag mir nicht, was ich machen soll, als Brüllsong genommen. Ja, okay. Ich erlebe hier immer. Was? Keep up, we got birds to terrify. I can't wait around for you. I will go on ahead and meet you at the waterfall. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment gedacht, dass die Standardstimme auch an meine angeglichen wurde. Beziehungsweise so gut es geht an meine. Okay, der Käse stinkt, so wie es aussieht. Oh, das war die Scheune. Eine richtig große Scheune, muss ich sagen. Freedom! Zack! Maple Fields! Oh, ich kann ein bisschen rolling. Oh, 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 oh. Und zack! Und zack! Nice! Weiter! Quatsch! So. Die Story ist natürlich hier kein Meisterwerk, was soll's. An sich macht es aber trotzdem Spaß. Die ganzen Features von dem Spiel sind ultra nice gemacht. Und noch ein Geschenk. Was habt ihr zu sagen? Hello, oh, you have a camera. Take any great photos lately. You should take some around here. Aha. Also ist hier bestimmt wieder was zum draufkleben, ne? Blöder Filter. Wie gesagt, ich verstehe es immer noch nicht, was ich damit machen muss. Ein Elch. Ein Elch. Ein Ilk. Oder Elk. Ach, hier haben wir ein blaues Geschenk. Was willst du denn? Hi there, I've just built a Goppa Fitness Center and I would love to test it out. I think there are some Goppas running around here nearby. Would you mind bringing them to me? I think 3 should be plenty. Okay, I will 3 von diesen Goppas hier. Easy. So, das ist schon Nummer 1. Da ist Nummer 2. Komm her. Boink, boink. So, zack, touch down. Oh, wo ist jetzt Nummer 3? Da ist Nummer 3. Was? Verfehlt. Zack. Drin. Das soll ein Fitnesscenter sein. Awesome. Ah, we love it. Maybe I should have a go. Ich spring doch rein. Und eine Menge Konfettis. Ka-ching. 1800 habe ich jetzt. Fast. Noch ein Sidequest. Ich will was. Was hast du auf dem Herzen? I love Ladybirds. They're so cute. I wish one would land on my back. I would make such a darling accessoire. Fuck, was sind Ladybirds? Oh shit, was sind Ladybirds? Was habe ich hier? Ich habe Schweinchen. Sieht irgendwas aus wie ein Vogel? Hier habe ich ein paar Käfer. Ich nehme die Käfer. So, hier. Sei happy. I see where you're going with that, but it's not a Ladybird. Ah shit, ich dachte, ich könnte den austricksen. Lauf das Ladybirds. Fuck, was ist ein Ladybird? Ach. Ist bestimmt hier. Ja, das ist ein schweifigtes Marienkäfer. Ich dachte, die heißen Ladybug und nicht Ladybird. Ja, okay. Das haben wir auch hinter uns. Noch ein Sidequest dann. So. Und da können wir auch weitermachen, aber wisst ihr was, Leute? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge, was jetzt mit dem Pumpkin passiert, mit unserem guten Kürbis, den wir jetzt seit 2 Folgen gesammelt haben. Auf jeden Fall schaltet rein in die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir einen Daumen und Flosse Flop.